Süchte können ja alles Mögliche sein. Es kann auch eine Sucht sein, arbeiten zu wollen. Es kann eine Sucht sein, Fernsehen zu gucken, weil man sich damit ablenkt von der Realität. Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Sucht in Form von negativen Gedanken, Melancholie. Also ich habe das Gefühl, dass meine Ängste eine Zeit lang sehr viel Kontrolle über mich gewonnen haben und ich, ja, der Körper wird irgendwann süchtig danach, weil er es gewohnt ist, in diese Emotionen reinzufallen. Das ist für mich eine ganz neue Perspektive aufs Leben und auch eine ganz neue Perspektive auf den Begriff Sucht. Aber es ist ganz interessant, weil letzten Endes ist es nichts anderes als eine Drogensucht. Es ist auch eine Flucht vor etwas. Es ist einfach ein Verändern der Realität, weil man vielleicht die Realität nicht wahrnehmen möchte, nicht wahrnehmen kann. Ja.